Hallo, mein Name ist Guido Schwarz. Ich bin der Gründer und Projektleiter vom Swiss Space Museum. Heute möchte ich euch ein Artefakt aus der Sammlung vorstellen. Und zwar die Machete hier. Das ist eine Machete, die zu der Überlebensausrüstung der Gemini-Astronauten gehört hat. Gemini, das war ja das Programm, das zweite nach den Mercury-Missionen der Amerikaner. Gemini-Kapseln, das waren zwei Plätze. Und wie gesagt, dort hat zur Überlebensausrüstung solche Macheten gehört. Für was hat man die gebraucht? Ja, es konnte sein, dass man mit den Kapseln an einem falschen Zielort oben runterkommt und dann irgendwo, vielleicht im Dschungel, sich muss durchschlagen muss, sich muss zu essen besorgen oder den Weg bahnen. Und das hat man eben mit so einer Machete können machen. Die hier, die war nicht im Weltall, das ist eine Sammleredition, die in den 1960er Jahren herausgegeben worden ist, in dieser schönen Holzbox, wo man auch die Szenerie hat mit dem Weltall. Man sieht auch, da unten hat es ein Schild, wo Informationen angeschrieben sind. Dann sieht man die Erde und da oben sieht man ganz schön die Gemini-Kapsel. Ja, wenn ihr noch weitere Fragen zu diesem Artefakt habt, dann schreibt es doch bitte unten in die Kommentare rein und wir beantworten euch das beantworten. Herzlichen Dank für euer Interesse und bleibt fasziniert.